Die wichtige Frage an der Stelle ist, verlängern Waffenlieferungen unnötig den Krieg oder bringen sie Wladimir Putin überhaupt erst an den Verhandlungstisch? Das wollen wir jetzt vertiefen mit Zweien, die darüber sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ich freue mich auf die ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, und den Politikwissenschaftler Professor Johannes Fawig. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie sind seit über 40 Jahren in der Politik. Sie waren Bundesjustizministerin, unter anderem im Kabinett Kohl. Und da gab es noch eine Scheckbuchdiplomatie. Jedenfalls hieß sie so. Das heißt, Deutschland hat gezahlt, aber hat sich rausgehalten. War das eigentlich gut? In der damaligen Zeit war das, glaube ich, ganz ordentlich. Es war ja auch sehr mit Hans-Dietrich-Genfer verbunden. Und ich denke, in der damaligen Zeit, das war ja dann gerade auch Aufbau der Europäischen Union, auch der Blick dahin, da war ja noch nicht die deutsche Einheit, die kam dann ja erst, wie gehen wir auch mit kleineren Staaten um, und dazu versuchen, wirklich auch mit Geld Staaten zu helfen, auch vielleicht zusammenzubringen. Ja, das war bestimmt damals, in der damaligen Zeit, auch ein ganz guter Weg. So wie Sie es sagen, klingt das so, als ob das heute kein Weg mehr wäre. Sie haben einen offenen Brief mit unterschrieben, und zwar den Brief von den beiden, der mehr Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert hat. Warum soll die deutsche Regierung mehr Waffen liefern? Also es geht ja nicht nur um die deutsche Regierung, aber natürlich richtet sich der Brief an den Bundeskanzler, ist klar. Den haben wir jetzt nicht an Herrn Biden oder sonst wohin geschickt. Mehrere, das ist ja ausgegangen unter anderem von Herrn Füchs und Marie-Louise Beck. Und wir schauen uns einfach die Situation in der Ukraine an. Und wir erleben jetzt im vierten Monat einen brutalen Vernichtungskrieg, der mit Waffen geführt wird, von Putin ausgegangen und in einer Art und Weise, auch mit Einsatz von Streumunition, der natürlich verheerende Wirkung hat. Und die Ukraine und Ukrainerinnen verteidigen sich mit ihren Möglichkeiten, die reichen nicht aus. Da sitzt nicht ein Herr Putin in Moskau, der sagt, wunderbar, ich warte jetzt auf gute Verhandlungen, kommt mal her. Ich meine, Putin und Macron, die mit ihm, Scholz und Macron, die mit ihm telefonieren, haben jetzt ja nicht einen Friedensplan auf den Weg gebracht, sonst hätte man davon ja vielleicht was gehört, sondern er sitzt da und hat Kriegsziele, von denen wir nicht wissen, wie weit sie gehen, aber wo man doch sehen muss, wenn man Krim und einige Dinge davor her sieht, dass schon ursprünglich er auf die Vernichtung der Ukraine es angelegt hatte. Insofern, dass es nicht mehr einen souveränen Staat Ukraine gibt. Und ich denke, dass im Moment es keinen Weg gibt, mit Putin an den Verhandlungstisch zu kommen, der nicht dazu führt, dass die Ukraine nicht mehr ein souveräner oder überhaupt irgendwo selbstbestimmter Staat ist und bleibt. Das heißt, das muss ja ein Ziel sein. Mit Waffen die Verhandlungsposition der Ukraine stärken, das ist Ihre Position? Das ist der Ansatz dazu, ja, das ist kurz gefasst der Ansatz. Und gilt auch jetzt noch, wo wir sehen, wie verzweifelt die Kämpfe im Donbass sind? Ja, wir sehen jetzt, dass natürlich die Ukraine, wenn sie früher auch noch mehr Waffen bekommen hätte, sich hätte anders verteidigen können. Wir sind jetzt ja schon so in Artilleriegefechten, ja. Und da ist die Ukraine schlecht ausgestattet und ist natürlich im Moment in einer ganz bedrängten Situation. Und ja, was ist denn die Alternative? Das fragen wir Professor Fawig. Was ist die Alternative für die Ukraine? Ja. Also ich meine, jeder schaut drauf und überlegt sich, wie kann man eine mörderische Auseinandersetzung versuchen zu beenden? Ist ja nicht so, dass das einen nicht umtreibt. Sie sind eher der Meinung, Waffenlieferungen verhindern das Ende dieses Krieges oder verzögern. Können Sie das mal erläutern? Nun, zunächst denke ich, muss man darauf hinweisen, wir sind wirklich in schwersten Dilemmasituationen und wir haben kein hundertprozentig falsch oder hundertprozentig richtig. Und insofern ist die Position, die wir gerade gehört haben, zu respektieren. Ich glaube aber, der entscheidende Maßstab sollte sein, wie können wir Einfluss auf Russlands Risikokalkulation nehmen. Und da bin ich der festen Überzeugung, mit Waffenlieferungen ist das nicht der Schlüssel. Wir sehen ja, dass Russland zu allem entschlossen ist. Russland hat vitale Interessen in der Ukraine. Wir mögen das falsch finden und mir gefällt das auch nicht. Und meine Solidarität ist natürlich bei der Ukraine, das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist nur, ob wir Russland mit immer mehr Waffenlieferungen davon abhalten, seine Ziele in der Ukraine mit Brutalität zu erreichen, oder ob wir eine politische Lösung brauchen, mit der auch Russland einverstanden sein kann. Und der Gedanke alleine, dass man mit einem Russland, wie es heute ist,
überhaupt einen Interessenausgleich hinbekommt, der ist sehr unpopulär. Es ist aber notwendig, weil was wir jetzt machen, ist bei Lichte betrachtet ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir wollen auf der einen Seite nicht Kriegspartei werden und sagen das auch bei aller Gelegenheit, und zwar sowohl die Amerikaner als auch die Briten als auch die Deutschen. Auf der anderen Seite sind wir mit immer mehr Waffenlieferungen auf dem Schritt, Kriegspartei zu werden. Und wenn man das zu Ende denkt, und wir sollten diesen Krieg vom Ende her denken, dann landen wir möglicherweise in einem Krieg mit Russland. Und das gilt es um fast jeden Preis zu verhindern. Das heißt, um den Preis der Ukraine, des Bestands der Ukraine. Das ist bitter für die Ukraine, aber wir sollten aussprechen, dass wir nicht identische Interessen mit der Ukraine haben. Es gibt in meiner Lesart drei wichtige Ziele in diesem Gesamtbild. Das erste wichtige Ziel ist, dass wir nicht in einen Krieg mit Russland geraten, der am Ende auch nuklear eskalieren könnte. Und das ist, glaube ich, die Rationalität von Olaf Scholz. Und die wurde gerade als zaudern und zögerlich diffamiert. Man kann es auch sagen, das ist Verantwortungspolitik. Das ist Ihr oberstes Ziel. Das ist das oberste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir der Ukraine helfen, dass wir solidarisch sind mit der Ukraine. Und aber beides, dritte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht gar nicht zusammen. Ich habe noch ein drittes Ziel, dass wir Russland einen Preis für sein Verhalten zahlen lassen. Dass Russland damit nicht durchkommt und wir nicht sagen, okay, wir können es nicht verhindern, mach mal, und wir akzeptieren das. Das nicht. Also, okay. Und diese drei Ziele. Erstens Verhinderung eines Krieges mit Russland, zweitens der Ukraine helfen, drittens Russland einen Preis zahlen lassen. Die sind nicht alle gleich zeitgleich zu erreichen. Und deswegen müssen wir priorisieren. Und kluge Realpolitik priorisiert immer. Das heißt aber, Entschuldigung, damit ich Sie richtig verstehe, Sie würden in diesem Moment die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen? Und was würde dann passieren? Das ist keine Frage von einstellen oder nicht einstellen. Sie haben gerade gesagt, man muss es zu Ende denken und muss eine Idee davon bekommen, was Sie meinen. Genau, wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir immer mehr Waffen fordern. Der polnische Kollege Sikorski, der mal Außenminister war, hat gesagt, wir müssen der Ukraine Atomwaffen geben. Wo soll das denn enden? Darf ich Sie trotzdem noch mal fragen? Also was heißt das? Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat es ja gefragt. Was ist die Alternative zu den Waffen? Die Alternative ist, eine Situation herbeizuführen mit diplomatischer Energie, mit ökonomischem Druck und am Ende vielleicht auch mit Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Das will ich gar nicht völlig ausschließen. Mhm. Ich bin kein Pazifist und ich sage überhaupt nicht, Waffen können nie ein Beitrag zur Lösung sein. Aber in dieser Situation, wo das Risikokalkül der Russen durch Waffenlieferungen nicht beeindruckt ist, wird es nur dazu führen, dass Russland immer einen Schritt weiter eskaliert, gewissermaßen noch brutaler wird und am Ende die ultimative Karte ziehen kann. Das ist nicht so wahrscheinlich, aber es könnte das, mit einem Nuklearschlag gewissermaßen den größten GAU anzurichten, den wir uns überhaupt vorstellen können. Das heißt, die Eskalationsdominanz liegt auf russischer Seite. Wir können und wollen dem nichts entgegenhalten. Deswegen brauchen wir politische Lösungen, mit denen Russland auch leben kann. Gucken wir mal, womit Russland leben kann. Vielleicht hat Wladimir Putin darauf noch mal einen Hinweis gegeben. Er hat letzten Donnerstag noch mal erklärt, was sein Ziel ist. Und diesmal hat er einen Vergleich bemüht mit niemand anderen als dem Zaren Peter der Große. Peter der Große hat 21 Jahre lang Krieg geführt. Man könnte meinen, er habe gegen Schweden gekämpft, um etwas aus schwedischem Besitz an sich zu reißen. Das stimmt aber nicht, denn er hat sich russisches Land zurückgeholt. Er hat sich Land zurückgeholt und mit Russland wiedervereinigt. Es sieht so aus, als seien wir heute an der Reihe, Land zurückzuholen und an Russland anzuschließen. Wie lesen Sie das, Frau Leutheusser-Schnarrenberger? 21 Jahre Krieg, um sich ein Land zurückzuholen. Also was ist Putins Ziel? Würde er sich mit dem Donbass zufrieden geben? Würde er sich mit der Ukraine zufrieden geben? Was glauben Sie? Also er ist ja in diesen Krieg hineingegangen mit der klaren Ansage, dass die Ukraine gar nicht eigentlich ein selbstständiger Staat ist, kein eigenes Volk ist, keine eigene Kultur hat und wieder zu Russland gehört und man deshalb sich die Ukraine zurückholt. Dann ist das nicht so gelaufen, wie er es wohl zu Anfang gedacht hatte. Also so ein ganz schneller Sieg, Kiew schnell einnehmen und nicht diese Art von Krieg, wie sie sich dann entwickelt hat. Aber er hat jetzt ja ganz gezielt geostrategische Erfolge angestrebt und zum Teil auch erreicht. Ostukraine im Süden, da muss man die Landkarte anschauen, bis zur Krim hin, dann ist er ganz nah an Transnistrien, Moldau. Also er will natürlich mehr. Und er sitzt nicht dort, und das war eine klugklare Ansage, um zu sagen, jetzt warte ich mal, dass man mit mir verhandelt, dass man mir was anbietet. Also wenn man jetzt hingeht und über die Ukraine hinweg sagt, also du behältst jetzt die Ostukraine und du behältst den ganzen Süden und dann sind wir alle wieder zufrieden. Und der Rest bleibt selbst in die Ukraine.
Wenn man jetzt mit dem Angebot zu ihm hinkommt, das will der ja überhaupt nicht. Der hat ja ganz andere Kriegsziele. Und die hat er auch genannt und die verfolgt er brutal. Menschenleben sind ihm egal. Das von den Ukrainerinnen und Ukrainern und was er mit seinen russischen Soldaten macht, ist ja auch fürchterlich. Da sind ja auch ganz viele, die da gestorben sind. Also ich glaube, es ist da im Moment kein Weg dahin. Er versteht, so habe ich auch Sie verstanden, Herr Warwick, schon eine Sprache der Macht und der Stärke. Sie sagen ja, Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen, die müssen sich auswirken auf Russland. Das allein reicht nicht. Leidensfähiges Land, er hat nach wie vor Einnahmen, er hat auch Abnahme durch China und so weiter. Er ist nicht in dem Sinne geschwächt, dass er jetzt auf irgendetwas eingehen muss. Und von daher, also ich bin überhaupt nicht jemand, der mal in Waffenlieferungen gedacht hat. Aber ich glaube, um überhaupt die Ukraine in die Lage zu bringen, dass es über was zu verhandeln geht, muss man sie jetzt mit Waffen stärker unterstützen. Nochmal zu Putins Zielen. Es gab jetzt gerade den ehemaligen russischen Ministerpräsidenten, also von 2000 bis 2004, glaube ich, war der das, unter dem Präsidenten Putin. Der hat ein Interview gegeben, er ist heute Oppositioneller und nicht mehr in Russland, Michail Kasyanov, der sagt, wenn die Ukraine fällt, dann sind die baltischen Staaten als nächstes dran. Und er warnt davor, jetzt zu denken, wenn man die Ukraine aufgibt, wäre das das Ende von Putins Streben. Glauben Sie das nicht? Es ist keine Frage von Glauben. Putin ist zu allem fähig. Er ist ein Machtpolitiker, der mit allen Mitteln seine Ziele erreicht. Und ich kenne seine Ziele nicht. Und ich kenne auch niemanden, der seine Ziele kennt. Insofern ist es keine Frage von Glauben. Aber wenn wir uns mal die Fakten angucken, dann ist es einfach nicht zu erwarten, dass das NATO-Territorium von Russland angegriffen wird. Die NATO ist ein Vielfaches stärker als Russland. Das Baltikum ist insofern sicher, weil wir dem Baltikum garantieren, dass jeder Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigt wird. Und im Übrigen war das ein Unterschied zur Ukraine. Und ich bin dafür, dass wir jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen und dafür uns auch rüsten, um das ganz klar zu sagen. Aber die Ukraine war von Anfang an in einer Zwischenzone. Und wer Angela Merkel zugehört hat im Berliner Ensemble, ich hatte das Privileg, dabei sein zu dürfen, der hat genau doch das gehört, dass Russland die Ukraine immer als Sonderfall gesehen hat und wir diesen Sonderfall nicht richtig gelesen haben. Und wir haben versucht, kurz gefasst, darf ich das noch sagen? Wir haben versucht, die Ukraine gewissermaßen in unser Lager kommen zu lassen. Und das war für Russland ein Casus Belli. Wir hätten das klarer formulieren können. Insofern ist diese moralische Aussage von Frau Lottersa-Schnarrenberger und von vielen anderen und auch von den ukrainischen Verantwortlichen, dass in der Ukraine jetzt die Freiheit Europas verteidigt wird, falsch. Ist das Nein, falsch? Wir müssen Interessenausgleich in dieser komplizierten geopolitischen Zone machen und das nicht so framen, dass die Ukraine jetzt gewissermaßen die neue Front ist. Nein, die Ukraine ist ein Sonderfall, ein geopolitisch komplexer Raum, der gewissermaßen eine sich überlappende Einflusszone zwischen dem Westen und Russland war. Und das haben wir nicht verstanden und deswegen sind wir im Krieg gelandet. Und dann vergessen wir leider 45 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn wir nur über Ukraine als Pufferzone, als vielleicht entmilitarisiertes Gebiet reden. Also letztendlich die Aufgabe der Ukraine damit ja in Kauf nehmen. Ja, Ihr Weg landet im Krieg mit Russland, Frau Lotter. Nein, der landet so nicht im Krieg mit Russland, weil Sie sagen, Russland greift nicht die NATO an und die Staaten jetzt, sie sich beteiligen in der Form von Unterstützung der Ukraine, greifen nicht russisches Territorium an. Das ist eine ganz klare Ansage. Und von daher dürfen wir uns auch nicht der Drohung von Putin, der die ja von Anfang an hat, Putin, Lavrov, alle haben mit Atomkrieg gedroht, haben das an die Wand gemalt, um eben keine Unterstützungsaktion des Westens für die Ukraine zu bekommen. Das ist anders gelaufen. Jetzt kommt nicht mehr so sehr diese Eskalationsstufe von Seiten Putins. Aber man darf damit natürlich überhaupt nicht leichtfertig umgehen. Aber wenn man das sieht, dann hätte man von Anfang an gar nichts machen sollen. Hätte man gleich sagen sollen, Ukraine, okay, verteidigt euch. Allein könnt das wahrscheinlich nicht. Und dann kommt da irgendwie so eine Zwischenzone. Und dann sind wir alle wieder ganz beruhigt und sortieren uns. So geht das nicht. Ukraine wollte von sich aus zur Europäischen Union. Das wollte ich gerade wissen. Erinnern wir uns doch mal an die Geschichte der Ukraine. Und erinnern wir uns mal daran, wann dann Putin angefangen hat zu sehen, dass die Ukraine sich in eine Richtung entwickelt, die er nicht will. Als sie nämlich auch wollte. Zu einer Entwicklung, zu einer Demokratie mit allen Schwächen, die die Ukraine auch noch hat. Herr Farwig, das wollte ich Sie gerade fragen. Es gibt ja einfach diesen Wunsch der Ukraine, dass man ihr hilft bei diesem Weg. Sie wären derjenige, der hier sitzt, sage ich jetzt mal im trockenen und sicheren Deutschland und sagt, das ist euer Problem, aber nicht unseres?
Solidarität ja, aber kein Himmelfahrtskommando. Und nach Abwägung der Risiken, der Vor- und Nachteile bin ich dafür auszusprechen, dass die ukrainischen Interessen nicht zwingend unsere Interessen sind. Aber was ist dann Solidarität, wenn man ihnen nicht dabei hilft, was sie gerne wollen? Solidarität ist, dass wir ihnen dabei helfen, eine Lösung in diesem schwierigen Konflikt zu finden und ihr politisch beistehen. Was glauben Sie, was es für eine Lösung geben könnte, jetzt in diesem Punkt, wo wir jetzt stehen? Also wir können jetzt hier nicht Wolken Kuckucksheim machen. Und wenn Frau Leuthauser ihre Ziele formuliert, dann bin ich auf dem halben Weg uns dahin begeben. Darf ich das mal sagen? Dann bin ich bei den Zielen doch sofort dabei. Natürlich wäre mir eine freie, prosperierende Ukraine, die schnell Mitglied der Europäischen Union wird, lieb. Und ich würde gerne was dafür tun. Aber wir müssen doch von den Gegebenheiten ausgehen. Und in diesen Gegebenheiten hilft es der Ukraine nicht, glaube ich, wenn wir so tun, als ob wir sie mit immer mehr Waffenlieferungen verteidigen, aber am Ende nicht bereit sind, für sie in den Krieg zu ziehen. Und das ist auch vernünftig. Das heißt, die Ukraine steht so oder so alleine da. Ohne unsere Waffenlieferung würde sie überhaupt nicht mehr eine Chance haben. Und daraus resultiert auch unsere Pflicht, nicht der Ukraine zu sagen, was sie will, aber doch sie in dem Sinne, ich sag mal, zu beraten. Und sozusagen Verantwortung zu rufen, dass dieses Problem nicht weiter eskaliert. Und das ist für viele bitter, aber die Alternative ist eine Dauereskalation, die unkalkulierbar ist. Und das klingt vielleicht unromantisch, ist aber kluge Realpolitik. Ja, also sagen wir so, aber es ist sehr brutal. Ob es eine kluge Realpolitik ist, möchte ich auch mal wirklich gern hinterfragen. Bei allem, was Sie sagen, man muss nüchtern und realistisch an diesen Konflikt, an diesen fürchterlichen Krieg herangehen und damit umgehen. Aber wir dürfen nicht außer Betracht lassen. Es geht wirklich, und das mögen Sie mit Moral so abtun, aber es geht um die Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainer dort, die natürlich fliehen, weil sie im Moment auch in ganz schwieriger Notsituation sind, aber sich verteidigen ohne Ende. Und deshalb ist ja vielleicht die Dreierreise jetzt in die Ukraine, wenn sie denn kommt, ein guter Punkt. Denn geredet werden muss doch mal intern dann mit Herrn Selenskyj. Denn wir müssen doch mal hören, wie schätzt er das ein? Nicht jetzt in der großen Öffentlichkeit, um dem Putin da noch auch Vorgaben zu geben, wie er noch am besten versuchen kann, die Ukraine kaputt zu machen, sondern da mal intern mit ihm auch mal abzuklopfen. Was meint er auch, was er seinen Bürgerinnen zumuten kann? Und er hat es ziemlich deutlich gesagt. Er hat es gestern gesagt. Er hat gesagt, auch die Krim werden wir wieder zurückerobern. Also Frau Leuthauser-Schnabenberger, Sie sind die Politikerin. Sie wissen, was dann bei solchen Terminen geredet werden kann. Es geht vielleicht um vorgezogene oder Beitrittsperspektiven zur EU. Es wird sicherlich nach dem Wunsch der Ukraine auch um Waffenlieferungen geben. Und wenn wir Herrn Favik richtig verstehen, sollten eigentlich, Sie haben es mal gesagt, er sollte eigentlich Druck ausüben, einen Kompromiss zu finden, sollte kein Tabu sein. Was also soll Scholz, Macron und Draghi da machen? Was werden sie tun? Also ich denke, auf der einen Seite werden sie auf alle Fälle mit Blick auf EU-Beitrittsperspektive eine klare Position beziehen müssen gegenüber der Ukraine. Und zwar? Wir wissen alle, Beitrittsperspektive, nachdem die 2016 so einen Assoziationsvertrag mit der EU geschlossen haben, der Ukraine, ist kein Beitritt, sondern ist im Moment ein Zeichen von Solidarität. Und danach kommt ein ewig langer Prozess, der erst nach dem Krieg, wenn es eine selbstständige Ukraine weitergeben sollte, dann überhaupt fortgesetzt werden kann. Das halte ich aber im Moment für wirklich wichtig. Ja. Da müssen Sie mit ihm wirklich ehrlich reden, was kann man ihm noch liefern, was ist da auch machbar? Natürlich ist mehr machbar als derzeit, aber irgendwo ist es auch begrenzt. Und dann, denke ich, muss wirklich von den dreien mit Herrn Selenskyj und seinen Beratern gesprochen werden, wie ihre Einschätzung der Lage ist. Die können ja viel besser beurteilen. Allerdings. Wie sieht das ukrainische Militär aus? Wo haben die noch Positionen? Wo können sie eine Linie halten, wo nicht? Das wissen wir doch alle hier nicht. Damit auch eine bessere Einschätzung möglich ist und mit ihm geredet wird, wie er den weiteren Verlauf sieht. Dann kann man vielleicht auch irgendwann mal mit Putin telefonieren. Aber mit Putin telefonieren, ohne dass man vorher mit Selenskyj spricht, das halte ich also wirklich für daneben. Herr Professor Favik, Sie haben auch beraten, das Auswärtige Amt, auch die NATO. Es gibt ein Argument, über das wir noch nicht gesprochen haben. Kurze Einschätzung dazu. Es heißt, wenn man jemanden, der aus solchen Motiven ein Land, das souverän ist, überfällt und mit Waffengewalt diesem Land entweder ganze Teile oder das ganze Land herausreißt, setzt man ein Signal international, das da heißt, versuch es,
sei ruchlos und du kommst damit durch. Sind Sie bereit, diesen Preis zu zahlen? Nein, bin ich nicht. Deswegen werden wir das nicht dauerhaft akzeptieren können. Aber wir müssen. Was heißt denn nicht dauerhaft? Also jetzt die Ukraine und morgen holen wir. Schauen Sie, Sie wollen mich jetzt gewissermaßen in meiner Argumentation unterbrechen. Das können Sie machen, aber Sie können ja mal mein Argument sich anhören. Absolut. Wir landen bei dieser Eskalation in einem Krieg mit Russland, der nichts besser macht. Auch das von Ihnen beschriebene Problem nicht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich darauf bestehen, dass die territoriale Integrität von Staaten nicht mit militärischer Gewalt verschoben werden kann. Aber das werden wir erst lösen, wenn in Russland eines fernen Tages eine andere innenpolitische Konstellation ist. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das heißt, wir müssen diesen Konflikt einfrieren, jetzt nicht mit Prinzipien überladen. Einfrieren statt Dauereskalation. Das muss die Strategie sein. Und warten, bis Putin weg ist? Ja gut, irgendwann wird Putin weg sein, aber was nach Putin kommt, wissen wir nicht. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Und ich erwarte nicht, dass ein Nachfolger den Donbass sofort wieder hergibt. Aber ich erwarte schon, dass wenn wir diesen Konflikt irgendwann auf einem gerade so akzeptablen Niveau stabilisiert haben, dass dann auch irgendwann der Raum wieder für politische Lösungen entsteht. Und dann sollten wir das Problem größer machen und dadurch das Problem lösen. Das heißt, wir müssen auch über eine europäische Sicherheitsarchitektur irgendwann wieder nachdenken. Daran führt kein Weg dran. Ein Schritt nach dem anderen, das Einfrieren. Richtig, aber wenn man jetzt zum Frozen-Konflikt kommt, was Sie so sagen, also ein eingefrorener Konflikt, auf dem jetzigen Status, dann ist die Ukraine kaputt und weg. Schauen Sie sich doch an, was ist denn mit Die ist nicht sowieso verloren. Was ist denn mit Respekt, es hören uns auch Ukrainer und Ukrainerinnen zu, ist passiert gerade, ja. Das ist nicht schwierig, das ist die bittere Wahrheit. Versucht worden, einen Frozen Konflikt zu machen und ist komplett gescheitert. Ja. Hat nicht einen Tag funktioniert, hat 13.000 Tote gebracht in diesen Regionen, das haben wir nur nicht so wahrgenommen, aber da gab es natürlich permanent auch Kämpfe gegeben. Ich sehe nicht den Weg zu einem Frozen Konflikt. Putin hat leider einen Angriffskrieg begonnen mit aller Brutalität, der jetzt leider weiterführt zu militärischen Auseinandersetzungen. Ich sehe im Moment keinen anderen Weg und Putin hat eigentlich das nochmal bestätigt mit seiner Äußerung und seinem Vergleich mit Peter dem Großen. Dann müssen wir an dieser Stelle auf das schauen, was in der nächsten Zeit passiert. Vielen Dank. Erstmal ganz kurze Frage. Es gibt einen Bundespräsidenten, der eine soziale Pflichtzeit ins Spiel gebracht hat. Nur eine letzte kurze Einschätzung der ehemaligen Bundesjustizministerin. Kommt er damit durch? Das denke ich nicht, dass er damit durchkommt. Ich halte davon auch nichts. Und es ist ja auch wirklich ein Uralt-Thema. Es soll vielleicht ein bisschen ablenken von diesen fürchterlichen, traurigen Themen. Vielen Dank. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, vielen Dank. Professor Johannes Fawig, danke fürs Kommen heute. Ich bin sicher, wir sprechen uns noch mal wieder, weil der Konflikt wird so lange vermutlich uns noch umtreiben. Dankeschön. Danke, dass Sie da waren.